Hallo und ein herzliches Willkommen zurück, meine Freunde, hier zu ARK Wolf Survival Back in Action. ARK. Genau, wir sind wieder hier bei ARK. Und wir wollen heute mit unseren Dinos unter Wasser natürlich ein bisschen Action machen. Aber wir müssen noch kurz... Ist unten was? Für den Sarko, für unser Krokodile. Krokodile Dundee. Genau, ein Sattel machen. Dann muss ich sie schnell noch kurz zaubern. Da brauche ich Chitin. Bring ich dir? Ich hab schon geholt. Ich hab schon. Ich bin doch schon dabei, Meile. Während du das craftest, bin ich total unprofessionell und voll leise. Cementingpaste, voll teuer, voll überteuert. Finde ich immer noch. Oh Mann, wir brauchen so viel Zementpaste. So. Zu wenig Stein. Gefühlte 500 Grad. Also, real life. Real life. Aber nur gefühlte. Gefühlt. Hier in ARK haben wir jetzt 33 Grad. Ist eigentlich in Ordnung. Ja, wie viel Zementpaste brauche ich denn für den Sarko? Leider nicht nachgucken. 20. 20. Ich hoffe, die Steine reichen. Jetzt müssen wir kurz noch Steine holen gehen. Ich habe sogar noch Steine. So. Mehr Zementpaste. Jetzt haben wir 15 auf jeden Fall dann schon. Der Mahmut hat noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen. Achmut. So, dann mache ich noch ein bisschen. Und brauchst du noch Steine? Schmeiß rein. Steine, gerne. Ein paar Steinchen. Zack. Dann haben wir hier doch noch meistens ein paar Steine da drin. Ja, mehr Steine. Mehr Steine. Gib mir mehr Steine. Boah. In der nächsten Folge bzw. offscreen können wir dann demnächst mal versuchen, unsere Sachen mal aus Holz zu basteln. So. So, und noch eine. 4 Stück, dann haben wir 20. Ja. Dann brauchen wir 230 Hai. Da haben wir ja mehr von genug. Da haben wir tonnenweise. Von unserem tollen Hai. Ja, zack. Und noch eine Zementingpaste, die übertrieben teuer ist. Für 4 Chitin und 8 Stein kriegt man eine Paste raus. Das finde ich voll krass. Naja, was soll's. Ich werde die ein paar Sachen auffüllen, dass wir da nicht immer ständig hin und her rennen müssen. So, I need Heiz 200, 205, 210, 15, 20 und 230. Und so mache ich den Sarko-Sattel. So viel Heiz brauchst du dafür. Ja, 230, 20 Paste und 75 Fiber. Und jetzt habe ich diesen tollen Sattel. So, dann können wir runter und können uns langsam bereit machen. Und schmeißt du das da gerade nochmal Holz rein? In den Smitty, damit man da nicht immer in den Schmitty unverhofft da plötzlich da drinnen hocken, so Sachen craften wollen, um Holz zum Beispiel zu farmen und dann plötzlich haben wir selber kein Holz mehr, um unsere Sachen zu reparieren. Wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Gibt's. Das Leben kann hart sein, ne? Also du nimmst dein Kroko. Kroko kriegt Sattel. Yeah. So, mein Kroko kriegt noch ein Level. Was kriegt der? Damage hat er. Oh, Damage hat er eigentlich viel. Aber ich glaube, ich gebe ihm noch ein bisschen Damage. Denk dran, dass du auch Luft brauchst. Ja, deswegen. Aber ich gebe ihm Damage auch. Ja. Yeah. Bam, bam, bam. Oh, ich sollte den Vorfolgen machen, falls doch was sein sollte. Eben. Unter Wasser dem Nachschwimmen wäre ein bisschen schwer. Weil er ist ein wenig schneller. Eben. Ein wenig schneller. Ich habe ein bisschen Angst, ob uns irgendwelche Viecher angreifen. Also so... Oh, das ist schnell. Ich bin schnell. So, so. Piranhas und so. Wir gehen gleich in Richtung tief. Okay. Also ja, da lang. Krokodil zu legen, aus dem ganz einfachen Grund, weil das Krokodil an Land sowie unter Wasser schwimmen kann. Ja. Halt echt den Verritter verkehrt. Sah hinten so aus. Unserem Haus, ne? Yep. Oh, voll über die Wall. Ist jetzt geflogen. Boah, First Person.
sich kratze unter Wasser, weil es ja einfach gerade noch zu flach ist. Oh Gott, ich glaube, ich passe hier gar nicht durch. Ach doch, hier. Du bist kleiner wie ich. Okay, ich brauche auf jeden Fall. Das Krokodil braucht kein Sauerstoff, aber ich brauche Sauerstoff. Da rede ich auch gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin gleich vorne, wenn man etwas tiefer wird. Ach hier, okay. Ich habe echt ein bisschen Angst. Was ist das? Ichthyo. Oh Gott, mein Herz. Ich bin total in Panik. Ich glaube, sollten wir vielleicht in die Kiste da vorne Sachen reinschmeißen, falls wir sterben sollten. Stimmt, könnten. Greift der Ichthyo das Krokodil an oder was? Sieht so aus. Ist ein Megalodon. Oh, da kommt wirklich Megalodon. Ich wollte gerade sagen, pass auf. Oh, ich wurde gerade gebissen. Verdammt. Mach mal kurz meine Armbrust weg zum Beispiel. Ja, immer ja auch kurz. Weil man weiß ja doch nie. Ja, das Krokodil ist leider nicht so gelenkig. Hat einen Wendekreis wie ein Traktor. Echt so schlimm? Ja. Danke da. So, das ist nicht wichtig. Der Rest ist eigentlich wurscht. Ich weiß nicht, Spitzaxt würde ich jetzt, ich nehme jetzt deine Steinspitzaxt. Weil wenn doch irgendwas ist, dass wir uns doch irgendwie mit irgendwas wehren können. Ich habe Speer dabei. Ah, okay. Wie es ausschaut mit dem Sattel. Ja, gell? Das ist voll geil. Also ich weiß schon, was ich mir als nächstes für ein Tier holen werde, nämlich auch ein Krokodil. Ja, Megalodon wäre halt besser mit dem Sattel, dann kannst du halt voll abgehen. Ich sehe halt noch nichts. Halt an den Strand rankommst, mit dem Krokodil kannst du dich halt doch noch umdrehen und so. Megalodon. Bin ich dran. Nicht, dass er uns jagt, weißt du. Ja, hab ihn. Megalodon-Tufs. Ja, ich hab Megalodon-Szene gekriegt. Komm mal ein bisschen Fisch holen. Boah, 8 Fleisch, 15 Fleisch, 23 Fleisch. Was ist das hier? Was ist was hier? Wo bist du? Mach mal ein Ichthyo. Ach, der ist der wieder in der, der spitzt sich wieder in den Boden. Ungespitzt in den Boden gerammt. Okay, ich lasse ihn jetzt einfach. Okay. Soll ich ihn essen? Oh. Mit einem Biss. Ja, ich habe schon ein paar Mal vermischt kaputt. Ich sammle mir mal das Fleisch ein. Oh, halt der Wendekreis wie. Vor allem, ich denke mir die ganze Zeit, warum ist es so schlecht? Aber ich habe den in First Person. Also gut, schwimmen wir mal. Los, oder? Ja, nur nicht zu schnell, falls doch 10 Megalodons kommen. Nur, dass es gerade irgendwie der Server leckt. Denk dran, geh mal ein Stück nach oben, du versäufst nämlich so. Denkst du gleich so brutal? Gerade ja. Kann ich dich irgendwie schubsen oder so? Ich hänge. Häng in dir, Rotzer. Lol, ich steig mal ab. Geht gar nicht. Dein Krokodil braucht keine Luft, oder? Nein. Gott sei Dank. Sonst wär's ja kein Krokodil, hä? Krokodile haben keine Kiemen. Aber es braucht keine Luft. Also rein theoretisch. Eigentlich müsste ein Krokodil nach oben an. Normalerweise ja. Oder? Ja, aber zum Gucken ist halt doch ein Megalodon. Schick das, schauen wir mal, was sich so ergibt. Vielleicht sterben wir ja. Boah, es ist tief. Jetzt gleich ein Plesio entgegenkommt. Ich gucke, ob ich so Luft holen kann. Ja, kann ich, okay. Gut. Ich geh mal ganz tief runter. Ich trau mich mal. Das Ding ist, du bist schneller wie ich. Boah, es ist hier creepy. Ich will hier das nicht machen. Ich gehe wieder hoch. Alter, das sieht voll krass aus. Alter, gehen wir noch weiter runter. Ich war jetzt ganz unten. Das ist echt gruselig. Ja. Vor allem, wenn auch ein Plesio auftaucht, ist es dann doch mal gruselig.
kurz was esse, kurz Luft. Warte, wo du aufkaufst, weil ich sehe dich nicht. Hast du mich gesehen? Ja. Dann komme ich nochmal hoch. Ach, da hinten. Voll krass. Was mich auch verwirrt ist, ich sehe meine Spiegelung von mir selbst am, der Decke. Wo bist du jetzt schon? Runtergetaucht. Gerade runter? Oh, ist das da unten? Da unten schwimmt irgendwas. Oh, das ist nur Seetang. Ichthyo ist es. Ja, was ist das Schwarze? Ist da so hochschwimmt? Ich habe Angst, dass ich versauf da unten. Ja. Dass irgendwas gebaut. Ich meine, man kann nicht so schnell abhauen, das ist das Problem. Ja, ich schon, das wär's gar nicht. Aber ich hab so Panik, wenn doch irgendwas plötzlich kommt. Reicht der Ichthyo mich an? Das ist ja ein Rudeltier. Guck mal. Der hängt jetzt plötzlich an mir dran hin und will mit mir kuscheln. Ist doch schön. Das ist voll süß und wir halten die Einsen. Ich hab dich schon wieder verloren. Kommst nach unten? Okay, ich komme mal nach unten. Ich muss auch wieder nach oben Luft holen gleich. Kurz nochmal hoch. Oh, bis der oben ist. Ja, du, aber schwimmst du dann schon mit der Schnelltaste? Ab und zu nur. Bringt nur nicht viel. Schwimmt ihm mal hinterher. Ich sehe ja nicht viel, weil das Krokodil das meiste verdeckt, wenn ich nach unten guck. Bist du in der Ego-Perspektive? Ja. Dann zoom mal raus, es geht einfacher. Oh, wie tief ist denn das hier? Was ist denn das? Steig mal ganz kurz ab. Nein. Öl? Oh, kann sein, ja. Ich hab Angst, da war ein Geräusch. Achso, nein. Hat Geräusch gemacht. Was haben wir hier? Oh Gott, ich ertrinke. Ja, deswegen muss ich auch gerade hoch. Irgendwas schwimmt hinter uns. Ich habe ein bisschen Angst. Da kommt Megalodon. Okay. Das sind mehrere. Da sind drei Stück. Ich komm mal zurück in die Bucht rein. In Sicherheit. Die sind aber schneller wie ich, wenn ich Pech habe. Ich aber nicht. Du bist immer so unter Wasser. Nee, Megalodon. Das kann... Oh. Der hier hin? Der versucht mich zu kriegen, Schatz. Ja. Ich hänge im Stein, ich hänge im Stein. Was bist denn du? Kommst du? Ich hab mich verschwommen. Nee, mal. Ah, ich glaube, ich sehe dich. Ja, und hinter dir sind mehrere Megas. Ach. Ja, es ist halt doch gefährlich, wenn man halt nur einen zum Angreifen hat und der einer so einen Wendekreis hat wie sonst was, ist es halt dann doch kacke. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nichts für mich. Ich bin echt in Panik bei jeder Kleinigkeit, weil du ziehst halt um dich rum. Wie die Ichthyos ganze Zeit einem nahe kommen. Ja, die wollen kuscheln. Wenn du dann stehen bleibst, dann bleiben sie einfach an der Hand. Warten einfach ab. Oh schön, muss mal gucken, die bleiben, wenn du stehen bleibst, die bleiben einfach bei dir. Hallo. Häng fest, Leute. Du kannst doch aus dem Wasser raus.
Boah, ist 45. Siehst du von mir? Sag mir bitte nicht, du hast meine Hilfe. Oh, es sind zwei. Aber nach außen. Wow, komm, komm. Ich komm nicht aus dem Wasser, verdammt. Ich schnell mein Schwert linksbums da. Wow. Komm ich aus Wasser? Nein, ich hänge fest. Ich hänge fest, verdammt. Und die Megalodons direkt hinter mir. Ein Megalodon kaputt. Einen habe ich erwischt, ich sehe nichts mehr. Ah, es sind noch zwei vor mir. Den Dingern kann ich unter Wasser auch schwimmen. Welchen Dingern? Den Armbrusten. Unter Wasser schießen. Kommt hier einfach nicht raus, deswegen. Treffen weiß ich halt nicht. Kannst du rückwärts? Nein, ich krieg jetzt keine Luft, ich muss gleich absteigen und das ist gefährlich. Ich muss absteigen. Und hier steht er jetzt. Kroko. Das war eigentlich ein guter Ding zum Tamen. Nicht zufällig gerade ein Ding dabei. Ich steche ins Auge, das passt. Ich hab 12. Ich kann im Auge stechen. Jo, hier, guck. Spring dich um. Blöder Hai. Ist der andere eigentlich auch tot? Megalodon-Tus, nimm mal mit. Ja, Fleisch. Weiß nicht, ob ich den treffe. So. Ach, einer, da ist noch einer. Ach, die kämen auch nicht weiter, weil es einfach alle im Weg steht. Hey, Kroko. Was ist los mit dir? Ich weiß gar nicht, ob ich den treffe eigentlich, weil irgendwie habe ich schon so viele Pfeile in den versenkt. Ich glaube, der Level 45er. Jetzt ist er tot, oder? Nee, der hängt doch da unten. Ich komme noch nicht hoch weg. Ist er doch voll nach unten gesunken auf einmal. Lol, was ist denn hier los? Ach, der ist tot, glaube ich. Tot? Hey, ich habe ihn auf Themen. Okay. Fleisch holen, da haben wir einen zweiten. Fleisch dabei. Du musst es im Kokosfleisch drin haben. Ich habe ein bisschen Fleisch dabei. Ja, dann gehe ich schnell mal vor und hol schnell Fleisch. Ich habe 17 hier. Hast du mir eigentlich noch in der Aufnahme? Ich weiß es nicht. Ja, ist immer noch. Ich habe genug Fleisch, brauchst nicht. Okay. Ich habe sogar Prime Meat noch. Tatsächlich gekriegt? Zwei Prime Meat. Ach, das waren die Dingspfeile, deswegen. Narkotikpfeile. Ja, die Narkotikpfeile habe ich zuletzt reingepackt. Dann hat sich das doch noch gelohnt. Aber ich habe wirklich 10 Pfeile verschossen. Ja, der braucht viel. Hi. Hallo. Hi. Wenn der jetzt noch Haare hätte, hätte er jetzt seine Haare vollgeschnitten. So. So, komm mit. Komm, Kleiner. Das mit dem, der macht das alleine, oder? Ja, ja. Ich will nur das Krokodil zurückbringen. Und dann würde ich sagen, Leute, das war's mit dem Unterwasserpart für heute. Zwar haben wir nicht so viel gesehen, aber ein bisschen Action hatten wir ja doch. Ja. Ein bisschen Panikattacke und sowas. Genau. Und jetzt haben wir ja auch noch einen Megalodon, wo wir noch zähmen können. Von daher passt die ganze Sache.
Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Lasst einen Daumen, kommt da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.